Mehr kann keiner was. Willkommen zur Folge 74. Mir ist schwindelig, ich muss jetzt heim. Und nach dieser kleinen Tour habe ich immer noch 36.432 Seelen. Warum habe ich 36.432 Seelen? War hier kein Lagerfeuer? Ich habe es schon wieder vergessen, schon so lange her schon wieder. Naja. Aber war da echt kein Lagerfeuer? Bin ich völlig blind? Normalerweise hat es doch immer irgendwie Lagerfeuer hier. Warum? Ich bin so doof. Hier habe ich doch mein Dings. Also manchmal. Ja, ist so. Ach ja. Was muss euch das erst Nerven kosten? Ich merke die Hälfte der Zeit gar nicht, was ich Schlimmes tue, aber ihr schaut sich ja in Zeitlupe an, wie ich erfahren habe. Das ist aber Hedeltrollo. Das ist so ein beinharter Fan, einer von denen, die dann irgendwann auch mal ja, mit der Pistole dastehen. Heirate mich oder ich bring mich um. Bin schon verheiratet. So. Weil dann machen wir mal kurz einen dieser beliebten Stufenaufstiege. Aber ich glaube, ich kann einfach nicht genug. Das ist die Frage. Diese Mini-Inkrementierungen bringen sie irgendwie auch nicht. Ich habe das Gefühl, Lebenspunkte tun mir gut, aber Kondition tut mir halt auch gut. Aber das steigt halt auch nicht mehr so sehr. Nee, ich gehe nochmal auf Kraft. Lebenspunkte sind gut. Wie sang schon Placebo in ihrem ersten und zweiten Album? Hemoglobin is the key to a healthy heartbeat. Was? Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Nix. Alles gut. 75! Jawohl! So. Und jetzt gehen wir wieder hoch. Oder kommen wir durch diesen komischen Tunnel vielleicht sogar hier weiter. Weil zur Erinnerung, wenn ihr wie ich so ein bisschen leicht ablenkbar seid, ich will ja irgendwie hier diese Schlucht finden, um hier hinzukommen. Und dann, ja, danach geht's zur Hauptstadt, keine Sorge. Aber das will ich schon schaffen hier. Man muss sich so ein bisschen Ziele stecken und sie auch erreichen. Und dieses eher so ein bisschen fröhliche Herumsuchen der letzten Woche war doch durchaus nicht so ineffizient. Und hat viele, viele Seelen gebracht. Halt eine dieser Stellen, wo ich gerade stark genug bin, damit mir die Gegner eigentlich keine Probleme bereiten, sie aber doch relativ zu meiner Stufe viele Seelen bringen. Ich meine, es waren jetzt wie viele Aufstiege? 4 in den letzten paar Folgen? Ach, du kommst schon. Normalerweise brauchst du länger. Ja, die waren echt früher mal erschreckend. Und heute ist es natürlich auch blöd, wenn man so halb am Berg so sich dran lehnt. Auch wieder 3000 Seelen für nichts oder 2,5 oder was auch immer. Ist echt ein schönes Gebiet für mich aktuell zum Sammeln. Halt, ich wollte eigentlich auf den weiterschalten. Naja. Oh, jetzt ist er. Seht ihr, jetzt hat er sogar mal eine Fighting Chance. Jetzt hat er sogar meine Fighting Chance. Ja, das Spiel schaltet wieder auf irgendwas auf, nur nicht auf das, was es soll.
Uiuiui. Uiuiui. Jetzt könnt ihr euch fragen, macht ihr das mit Absicht? Zum Beispiel hier daneben zu schlagen? Okay. Ich korrigiere mich insoweit, wenn man völlig planlos ist, sie aufstehen lässt und dann 100-mal daneben schlägt, dann sind sie schwer zu knacken nach wie vor. Aber ansonsten sind das 2200 Seelen für nahezu nichts. Und da die so nah am Eingang stehen, könnte ich allein mit denen 6-mal sie plätten und hätte den nächsten Levelaufstieg. Aber natürlich mache ich das nicht. Also wenn er mich da nicht besser kennt mittlerweile, nach all den gemeinsam verbrachten Stunden, dann bin ich sehr, sehr, sehr enttäuscht von euch. Und wenn ihr glaubt, dass ich die richtige Richtung einschlage, habt ihr euch auch getäuscht. Also ich muss... Okay, ich muss in die Richtung. Gucken wir, ob es da weitergeht. Ich glaube, da geht's durch. Oder ist es nur ein Sonnenstrahl, der mich nicht weiterbringt? Es ist leider gerade nur ein Sonnenstrahl, der mich nicht weiterbringt. Aber was haben wir denn da? Die Höhle, durch die ich schon war. Vielleicht muss ich ja durch diese Höhle durch. Das scheint mir jetzt gerade gar nicht so unwahrscheinlich zu sein, dass es da dann auf der anderen Seite rausgeht. Oder gibt es noch vom Altusplateau, heißt das hier, oder? Gibt es da noch einen anderen Weg? Aber hier war ja abschüssig. Da habe ich nichts gesehen. Da ist die Brücke, über die ich rüber bin, dieses komische Gebiet. Also die logische Stelle oder halt da irgendwo außenrum, das wäre auch noch möglich. Ich glaube, bevor ich da jetzt rumirre, ich kann ja mal außenrum versuchen. Ja, jetzt laufe ich natürlich wo ganz anders hin. Und die Brücke war da, aber da ist ja auch ein Durchgang, wo ich da über die Brücke nicht weiterkam. Also jetzt gucken wir mal. Wird schon schief gehen. Was ist das? Also das Aufschalten ist teilweise echt nervig. Jetzt darf ich. So, tschüssi. Auch schon wieder 400 Seelen für nix. Wisst ihr, dass es da hinten? Nee, völlig falsche Richtung. Jetzt gucken wir mal. Also ich muss rechts an diesem Gebirge, da muss ich durch. Aber es kann gut sein, dass ich da durch diese Mine, wo ich erst drin war und diesen lächerlichen Gegner geschlagen habe, dass ich da in Wahrheit durch muss. Ah, haltet mal. Nee, das ist schon wieder die Hauptstadt, in die ich da gucke, oder? Nee, da wo gucke ich da hin? Auf jeden Fall ist es was anderes. Mal wieder ein Lager. Und ein Lagerfeuer. Der härteste Gegner. Da geht's runter. Vielleicht ist es das, was ich meine. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Lagerfeuer hier. Wo war's? Da ist nämlich auch noch was. Ruinen von Lux. Halt, ich könnte mal schauen, ob ich mal wieder was verbessern kann. Habe ich auch lange nicht mehr. Nee, das brauche ich nicht. Flaschen. Ich habe nur goldene Saat. Hätte ja sein können.
bevor ich stundenlang rumrenne, obwohl ich wieder steigern könnte. Da scheint es nichts zu geben. Kleines aggressives Monstrum. Das sieht nach was aus? Nach einer größeren, einem Schrottplatz im Prinzip für diese Kutschen. Was sonst ist es hier begrenzt interessant. Außer ich komme da durch, aber zweifle ich gerade auch, ehrlich gesagt. Naja, jetzt machen wir mal eins nach dem anderen. Also ich könnte hier durch das Lager und weiter außen rum versuchen. Nee, falsche Richtung. Ich muss ja nach Westen, Norden. Nee, hier muss ich lang. Genau. Nee, da komme ich ja her. Hä? Nee. Das ist schon die Hauptstadt, die ich da sehe, schätze ich. Ja, ich sehe jetzt von oben quasi auf die Hauptstadt. Das ist auch nicht, was ich meine. Sieht schön aus. Und da drum die Abwehr- oder Belagerungsringe. Aber nicht wirklich, was ich erreichen wollte. Was ich erreichen möchte, ist hier hinzukommen. Und es ist, glaube ich, eindeutig, dass ich hier nicht auf dem richtigen Weg bin. Aber weil es so schön ist, reiten wir da doch hoch und dann kehren wir zu dem. Dann kehren wir zu dem. Zu der Mine zurück und gucken, ob ich da nicht durchkomme. Ah, und da ist doch wieder so ein Ding, das irgendwie auf irgendwas zeigt dann. Dann ist doch da eine Katakombe in der Nähe. Richtig oder falsch? Ja, das sieht sehr katakombig. Ach nö, nicht schon wieder so ein blöder Fahrer. Oh, und dieses Mal hat er ein großes Skelett. Wie süß. Das kannte ich noch nicht. Hui. Okay. Nicht schlecht, Herr Specht. So. Aber du bist nicht der, den ich knacken muss, vermute ich mal. Sondern dein Chef, der irgendwo rumpaddelt. Der hier. Dich muss ich knacken. So. Und weg. Ja, weg. Gehst du weg? So, alles gut. So.
Oh, das war's schon. Ups, aber die gibt's noch. Ich dachte, dass die verschwinden. Weg. Ach, immer die. Oh, Tiberius Ruf. Klingt gut. Aber jetzt muss ich ja erstmal mit den Speerträgern aufpassen. Ja, nämlich gar nicht so ungefährlich. So. Und dann muss ich sie auch mehrmals killen. Ah, vielleicht sollte man sie auch mal treffen. Ja, das ist ein bisschen doof jetzt. Ein bisschen Fleißarbeit. Kriegen wir aber hin. So, du bist weg. Dann du gleich. Das habe ich doch jetzt taktisch einwandfrei gelöst, oder? Das müsste es gewesen sein. Ah, immer noch einer. Und schon wieder fast ein Levelaufstieg. Da hinten ist noch irgendwas los. Wo ist denn da das Problem? Ach, meine beiden Dinger kämpfen hier auch noch ganz tapfer. Gegen was auch immer. Halt nicht Fußball spielen. Ah, da oben ist was. Gut. War was. Ah, ist noch. Da können die natürlich endlos weitermachen, weil die den ja nicht final killen. Ich glaube, das war's. Gute Arbeit! Wow! So. Aber jetzt habe ich vor lauter Aufregung habe ich gar nicht den Typen da aktiviert. Bisschen peinlich, aber da hoch zeigt er. Okay. Dann ist da droben eine Katakombe, wenn ich es richtig kapiere. Also irgendwie nervt das mit den Skeletten. Frag mich gerade, ob ich wirklich Bock auf die Katakombe habe. Was ich für 200 Seelen mache, ha? Ich habe gerade die Erinnerung, dass ich irgendwo auch was vergessen habe, wo es in den Boden reingeht, in so einem Lager. Bin ich irgendwann in der letzten Folge mal gewesen. Naja, kann ich alles abgrasen. Vielleicht finde ich es ja irgendwann mal wieder. Ja, ich weiß sogar wieder halbwegs, wo auf diesem Hügel, glaube ich, wo ich dann wegen vielen Seelen im Gepäck. Naja, das war irgendwie irgendwas.
Ist das auch so ein Wiederaufsteher? Ja. Auch hier wieder, was ich da an Seelen jetzt wirklich nebenbei gesammelt habe, ist ganz erstaunlich. Hier hat er doch hingezeigt, der Bub. Ich sehe es gerade zwar nicht, aber... Wollen wir reingehen? Natürlich. Ich glaube, 32.000 ist der Tarif gerade. Und 34.500. Denk mal, dass das jetzt keine Falle ist, sondern einfach die Plattform. Ja. Ich hätte jetzt erwartet, dass ich sofort angegriffen werde. Aber solange es nicht wieder den blöden Rod gibt, wie in dieser einen da zuletzt. Ah, das gibt's dafür wieder. Okay, ich sollte was gegen Blitze machen da. Hahaha!
Und eine Gräbertalilie 4, das ist nicht schlecht. Okay, habe ich was gegen Blitze? Ich glaube ja. Der hier. Also ein vierter Talismanplatz würde mir auch gut gefallen. Ja, wird schon was gebracht haben. Das ist schon fiese, kleine, aggressive. Schmiedestein 5. Achso, das habt ihr mir auch geschrieben. Unter einer der letzten Folgen, dass ich auf meinen Dunkelschmiedestein 7 mich nicht so freuen sollte, dass das noch eine ganze Weile dauern würde. Naja. Ach nee, die hasse ich. Die hasse ich ja schon seit Dark Souls, na seit Demon. Wie heißt das Ding? Demon Souls. Am besten ausweichen. Aber wahrscheinlich vergifte ich mich hier dann auch wieder. Ja, kommt nur alle runter. Ich glaube, wir machen erstmal die hier fertig. Und jetzt gucken wir mal, ob ein Nekromant... Ah ne, du bist schon tot, umso besser. In der Nähe ist. Ah, Depp, ich hab's doch gesehen. Ja, da wäre ich jetzt ohne meinen Talisman tot gewesen, mal so kurz eben. Ich hab's ja wirklich gesehen. Ach, das machst du auch noch hier. Wenn jetzt alle kommen hintereinander, ist auch nicht gut. Okay, kommt her, meine Lieben. Für euch hat Papa was. Und es heißt Sprungattacke! Die beste Erfindung, seit es Super Mario gibt! Guck mal, sogar den hinter mir, den ich überhaupt nicht anvisiert hatte, habe ich so aus Versehen getroffen damit. Oh, da ist was Größeres. Ja, und die nerven natürlich auf die Dauer schon. Darum mache ich sie jetzt mal weg, bevor wir gegen den Großen kämpfen. Ach, da ist noch einer. Okay, jetzt mal eine nach dem anderen. Ich kann nicht alle von euch... Okay. Also nicht auf die Blitzfalle tappen. Wie viel gibt's denn da? Oder doch einfach ignorieren? Ach, es kommen immer mehr... Ich glaube, ich mache mal die Mühe, weil... Ach Gott, Jörg. Denn... Bevor ich dann deswegen bei einem taktischen Rückzug dann drauf gehe, das lohnt sich ja nicht. Und auch hier seht ihr, wie fantastisch diese Sprungattacke ist, die mich ja nichts kostet, außer ein bisschen Stamina. Und er... holt nicht zu seinem Stich oder wie man das nennen soll aus. Gut, und dann nicht auf die Blitzdings, aber ich könnte ihn ja versuchen dahin zu locken, das wäre ja garstig, oder nicht? Aber ich glaube, da fallen erst noch ein paar runter.
Darum laufe ich jetzt weg und hoffe, ihn hier rüber. Da hat man Gefallen leider nicht getan. Okay, gucken wir mal, was du so kannst. Ach, du bist so einer. Oh, das war gemein. Oh. Ich glaube, da habe ich meinen Meister gefunden. Der ist ja gar nicht mal so schlecht. Blitze halt. Soll ich vielleicht sogar noch die das zweite Medaillon nehmen, wenn es sich hier so blitzelt? Ja, dann habe ich halt das alte Ausrüstungsproblem. Ah nee, ich darf nicht beide gleichzeitig. Doch, ich darf. Nee. Hä? Darf ich jetzt oder darf ich nicht? Nee. Ja. Okay, dann hat sich das erledigt. Dann muss ich wahrscheinlich einfach ein bisschen besser spielen. Aber das Dumme ist jetzt schon wieder, ich mag da nicht diese anderen Fritzen da jedes Mal. Ach Gott. Naja, nicht klagen. Hier tappt man jetzt nicht auf die Falle. Nicht erschrecken, Papa hat's im Griff. Das geht doch echt tief runter. Genau. Und da kommen die wieder. Weiter. Kleiner Tipp, da triffst mich nicht. Naja, scheint nicht zu kommen. Ich sehe ihn. Es ist Zeit. Dann sind wir auch schon wieder da. Holen uns die Seelen und lassen uns nicht allzu sehr, ach Gott, von diesen ganzen Viechern stören, oder? Tapp nicht drauf, dieser Fies, der kann den gar nicht auslösen hier. Ja, auf der anderen Seite ist es mir zu riskant. Wenn ich deswegen, oh Scheiße, schaut euch das an, wenn ich wegen des, also das ist ja eh ein schwerer Kampf nachher, wenn ich deswegen dann ablose, das wäre doch eigentlich nicht zu rechtfertigen. Auf einmal treffe ich nur noch eine, auch komisch. Vielleicht muss ich aufschalten. Vielleicht müssen sie näher beisammen sein, wie hier wahrscheinlich, ja. Ja, ein bisschen lästig, nur damit ich dann gegen den Typen da wieder drauf gehe. Aber was mache ich denn gegen den? Ich strecke mein Ärmchen nach oben, klar, und hole mir diesen Bonusreigen.
Aber sonst, was ist sonst mein Gameplan? Ja, und ich sehe auch die anderen Fritzen. Was ist so mein Gameplan? Außer, dass ich bei Winnie nochmal fragen sollte, wo der Klassiker-Check bleibt. Das war jetzt ein Insider. Ja, es wird hier ein bisschen eng. Lass mich mal kurz hier repositionieren. Die hat sich schon gefreut, dass er was zu beißen kriegt. Okay, der war schon tot. Ah, was? Ist das gerade noch als Treffer zählte, also der davor? Naja, Glücke. Ah, weg, weg, weg. Willst du nicht abkriegen? So. Haben wir jetzt alle. Es ist halt echt ein bisschen nervig. Na gut. Also dann strecken wir, bevor er kommt. Ach Gott. Auch da kann man sterben. Aber jetzt. Gut, dann können wir es mal hier gucken. Ne, muss ich irgendwie anders hinkommen. Okay. Also, das machen wir. Und beim dritten Mal würde ich einen Runenbogen investieren. Mache ich absichtlich? Nein, ich habe es nicht getroffen. Okay, was machst du? Ah, Gott! Weg. So. Nee, das ist irgendwie, der hat eine zu große Reichweite. Ich glaube, ich müsste mal diese Säulen mehr zunutze machen hier. Ist doch kein so schwerer Gegner. Jetzt zum Beispiel soll ich mal wieder angreifen. Ja, so. Es ist gut, dass er sich mit den Blitzen da gerade selbst ein bisschen. Falscher Moment zu trinken. Ganz falscher Moment, aber jetzt habe ich ihn. Nee. Oh Gott, wie kommt der da hin, verdammt nochmal? So, Abstand gewinnen. Ich wollte drüber laufen, ich schwör's euch, und ich habe es nicht geschafft. So, jetzt bin ich wieder im Spiel. Jetzt habe ich ihn. Also, ich finde den unangenehm. Durch seine riesengroße Reichweite und dann noch der Blitzschaden. Und ich habe es zweimal nicht geschafft, absichtlich hier drüber zu laufen. Meine Güte. Nehmen wir gerne. Womöglich ist das sogar die, die ich brauche. Irgendwie ist durch seinen Tod hier auch das Tor aufgegangen. Dann müsste ich mich doch da oben runterfallen lassen. Oh. Okay. In diesen abgesperrten Bereich. Ah, Gegner. Oder sonst irgendwas voraus. Ach Gott. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. So, jetzt gehen wir langsam die Flaschen aus. Da ist wahrscheinlich nur ein Schatz drin.
Blitzender Skorpion-Talisman klingt nach einem Gift. Schaden oder sowas. Da stehen sie wieder und wahrscheinlich auch über mir. Können ja mal gucken, ob wir sie pullen können. Interessant. Halt aber auch noch die Falle, nicht da noch drüber stiefeln. Okay. Also das ganze Ding hebt sich, aber es scheint nur er zu sein. Na dann. Ist das wohl so gedacht gewesen, oder? Ach, da ist der Nächste. Aber den kann ich vielleicht. Schaut er zu mir? Ich sehe es nicht. Nee, der schaut von mir weg. Okay, ist mal nicht. Ja, eben. Oh Gott, aber es ist, glaube ich, nur ein normaler. Ja, der ist nicht so schwer, Gott sei Dank. Komm jetzt, noch ein. Ja, puh, vor dem habe ich echt Schiss gehabt. Aber der war nicht so schwer wie der Blitzsee. Ich habe halt kaum noch Flaschen, genau genommen eine. Und die Reserve. Ja gut, dann machen wir den noch fertig. Ah, fiese Falle. Dann haben wir auch das noch. Und da links und rechts ist nichts mehr. Gut. Dann sollten wir da dieses Mal noch etwas schneller rennen. So, geschafft. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Das sind mal echt coole Fallen. Und da mache ich dann den Boss des Dungeons auf. Und damit habe ich das Schlimmste, glaube ich, hinter mir. Soll ich nur nicht draufgehen beim Rückweg? Und zum Rückweg muss ich da unten durchlaufen. Dann werde ich einmal wahrscheinlich oben von den Dingern da geknutscht. Das werde ich nicht schaffen. Aber ich werde da hoffentlich nicht drauf gehen. Gut, zur Sicherheit. Machen wir das so. Genau, runterkommen lassen und rein. So. Ja, und wahrscheinlich vergesse ich schuldhaft wieder 127 unsichtbare Wände, aber es ist mir einfach zu blöd. Und ich finde, ich habe mich da gut geschlagen. Und dann ist aber auch schon die Dreiviertelstunde rum. Wir laufen jetzt nicht über das Blitzding und auch nicht in das Fallbeil rein, Herr Langer. Das war aber erst im nächsten Raum, oder? Anscheinend. Ja, da oben links dann. Und dann kümmern wir uns in der nächsten Folge um den Boss.
Ah ja, einer steht da noch, den habe ich ja übergelassen. Der freut sich jetzt. Rache! Ach, Bub. Das war nicht deine beste Entscheidung. Achso, ich ja, dachte, es sei eine Falle. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann gucken wir mal, was da morgen für ein Boss auf uns wartet. Ihr hattet gehofft, dass ich nochmal reinlaufe, gell? Da nehme ich. Aber vorher setzen wir uns ganz gemütlich ans Lagerfeuer. Bis morgen.